So, und willkommen auch zurück. So, ich kann das jetzt auch regeln. Hab mir das ein bisschen ausgetestet, weil die manchen Lieder waren etwas zu laut. Wir hoffen, das klappt jetzt etwas. Also ich mache dann halt vom Hörgefühl immer noch so zwischendurch, dass ich das regle, weil ich müsste dann halt es schneiden. Und klar, es wäre kein Problem. Aber wenn ich das jetzt schon so im Spiel regle, dass es fast einigermaßen okay ist, dann habe ich nachher im späteren Verlauf nicht so viel zu tun. Weil ich bin ein fauler Mensch in dem Sinne. Was ich jetzt machen kann, muss ich später nicht machen. Ist auch beim Hochladen immer so. Dann bearbeitest du gleich direkt und tu die ganze Beschreibung rein und dann lass ich sie hochladen. Dann brauche ich das später nicht mehr machen und muss mich nicht abhetzen, wenn ich keine Zeit dazu habe. Ein bisschen. Oh, ja, hatten wir ja genug davon gehabt. Warte mal, das schmeißen wir auch gleich weg hier. Haben wir auch fast zwei. Na, 1999. Was soll man dazu sagen? Ist ja fast 2000. Weil die werden ja vielleicht für die Farm benutzt. Da muss ich aber auch nochmal gucken. Die werden ja auch, glaube ich, da oder so hingesetzt oder hinten, dass die große Farm wegkommt, wo ich gerade Holz produziere oder die Holzproduktion da bleibt. Da habe ich noch nicht genau den Überblick für. So, jetzt kommen hier diese Betonblöcke hin. Warte mal, passt das denn? Hier wird eine Wand reinkommen. Dann brauche ich den doch gar nicht hier benutzen. Und der hier kann da auch umgeändert werden. Ich brauche eigentlich nur das Mittelfeld hier. So, der braucht nicht, der braucht nicht. Und der braucht nicht. Warum? Hallo? Leck, 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 leck. Was ist er denn gerade am machen? Ach, du ahnst es nicht. Ist ja gerade am Programm checken, ob ich Viren auf dem PC wieder habe. Ja, das kann jetzt dauern. Bis er alle Ordner durch hat, bis er alle ganzen Mist durch hat, das kann dauern bei dem Ding. Weil ich natürlich jetzt viel für Minecraft verbrauche, dann brauche ich nämlich auch noch ein bisschen RAM, dass ich Musik laufen lasse und halt noch andere stabile Sachen, die gerade nebenbei am Laufen sind. Das mache ich aber normal sowieso. Der Block, der gefällt mir. Der Betonblock. Das können wir ruhig so weiterlaufen lassen hier. Aber das gefällt mir nicht. So. Dann machen wir das mal so. Der muss hier noch dran. Da. Der Betonklotz gefällt mir eigentlich vom Sinne so schon. Ganz geil. Ganz geil ist das. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich, glaube ich, da hinten keins mehr, ne? Ah doch, da ist eine Ecke. Alles klar. Ich dachte, wäre gar keine. So, machen wir da noch zu. Und hier kommt ja das eine Kabel, beziehungsweise das Kabel hin, wo das nach hinten hin soll. In die Atomfabrik, beziehungsweise in die Fabrik für Yuyu-Meta. Wenn ich halt überschüssige Energie irgendwo gewinne, dass er da auffüllt hinten. Ah, doch. Das mit dem Beton hat hier unten was. Mann, leck doch jetzt nicht hier rum. So. Warte mal, da kommt auch noch Beton hin. Dann können wir auch sagen, komm, wie viel habe ich denn davon noch? Ja, da habe ich doch noch etwas von. Dann können wir da auch so machen. Da bin ich jetzt gerade mal nicht geizig drin, dann machen wir das wenigstens hier ordentlich. Weil hier soll der Nachtspeicher hier rein. Und dann weiß ich noch nicht, was ich für ein Holz nehme. Das habe ich mir auch noch nicht überlegt. Nehmen wir denn hier für ein Holz oder was nehmen wir denn allgemein hier für einen Stein? Hier unten könnten wir eine Beton hier auch noch reinziehen. Das sieht auch ein bisschen blöd aus, oder? Ich weiß es noch nicht. Tun wir gerade Beton hier rein. Und dann gehe ich mal mit meinem Jetpack eben mit den Kühen hier los. So. Links, das muss ich mir irgendwie mal merken.
links ist down. Ja. Jetzt habe ich das einmal kurz mitgekriegt, dass es einmal kurz laut und einmal leise wurde. Was haben wir denn hier? Braunes Holz. Stick habe ich auch schon verbraucht. So, oder etwas helleres, so Kiefern. Sugar Marble, ne? Ja. Ich glaube, ich nehme so einen helleren Boden. Und etwas dunkleres im Außenbereich. Dazu brauchen wir jetzt erstmal noch Knochenmehl. Da haben wir Knochenmehl. Nehmen wir mal ein paar, ein, zwei mehr mit. Ja, vier Stück, ja, das sind wir. Aber ich gehe vorher schlafen. So. Dann weiß ich aber noch nicht, was ich denn drumherum baue dafür. Da habe ich noch keinen Plan. Oh, jetzt noch. Das Zeug hier. Rabba, rabba, rabba. Die vorne natürlich, kommen auch immer weg. Komm. Na komm. Na, die lassen wir erstmal da. Kühe. Kühe, Kühe, Kühe. Eins, zwei, drei und vier. So. Wo kommt das Huhn? Tschüss. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und vierte Mal. Jetzt gehe ich mich von oben drinne und klopp mal hier das ganze Holz weg. Was gibt's denn da raus? Achte? Neune? Neun Stück, okay. Kann, glaube ich, 8 bis 9 haben. Oder noch weniger? 7 auch noch. Aber wenn sie mal ein bisschen höher sind, ein bisschen niedriger. Kommt natürlich darauf an, was man für eine Mutation drauf hat. Er ist auch schon wieder größer geworden. Ist klar. So. Ah, reicht vollkommen. Lass mir den Sugar Marble da fertig werden. Ahornholz her damit. Ja, und der passt schon optisch eher dazu. Nein. Ich weiß gar nicht, kann man das dann auch noch hier machen? Ja, weiß ich noch nicht. Oder wir ziehen hier so eine Reihe hier lang. Und dann sowas, oder? Nee, auch noch nicht. Die überzeugt mich noch nicht ganz. Aber das bleibt auf jeden Fall hier drin. So etwas orangeliges, helles. Achso, Fackeln müssen hier rein. Damit sie nicht gleich zu düster drin ist. Dann kann man das hier zumachen. Dann kommt hier ein PC rein. Dann kommt der Nachtspeicher-PC hier rein, der einfach nur sagen soll, ja, mach man. Der sowieso allgemein umschaltet und den Rest schalte ich dann halt nochmal extra per Hand um. Da brauche ich aber kein extra Signal für. Na komm schon. Zack. Ja, das ist doch. Das lassen wir mal hier so. Jetzt haben wir das. Jetzt muss ich gleich auch überlegen, welchen Weg ich dafür benutze. Beziehungsweise welches Holz ich dafür benutze. Na komm, ein paar Setzlinge runter. Ne, komm nicht. Aber da hinten kommen genug. Die könnten eigentlich mal hier abgeschalten werden da hinten. Die laufen ja nur unnötig hier. Die wollen sowieso nicht, die können eigentlich auch weg hier. Ein bisschen zu viel abgebaut, ne? So. Die können ja meinetwegen auch die Endgates und hier noch so ein. Ach, das habe ich ja gar nicht hier. So automatische Pipes. Gibt's ja gar nicht, aber es gibt ja die pulsierenden Gatten, die könnte ich dahin pfeffern. So.
auch das mit dem pulsierenden Gatter wird, glaube ich, eine bessere Option sein und vielleicht noch mit ein paar Kombinationen gelegte. Ach, komme ich schnell drauf. Nein, ich wollte das. Kiefern? Nein! Egal. Jetzt nehme ich das. Ich wollte doch das. Warum habe ich das denn getauscht? Ich dachte, das wäre das und das wäre das. Naja. Ist auch nicht so schlimm. Macht jetzt gerade gar nichts. Vielleicht tausche ich das auch nochmal aus. Dann weiß ich noch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt das gewesen. Ich habe auch zu spät gerade nachgeguckt und das gecheckt, dass es doch das Falsche ist. Ja, so ist das, wenn es sich auffällt. Dann haben wir noch 2 Redstone. Oh, da haben wir noch 6, 8 Stück. Oh. Braucht denn so viele, frage ich mich mal ernsthaft. Wer braucht so viele? Ich brauche jetzt das hier. Was habe ich denn da für eine Bildschirmmaße genommen? Weil davon muss ich ausgehen. Und zwar ist das 4 mal 3. 4 mal 3 plus einen zweifachen Bildschirm für den Nachtspeicher und ein PC, den ich steuern kann. Da kommt, glaube ich, ein Fünffacher hin. Ja, mehr brauche ich, glaube ich, auch nicht steuern. Der Rest wird nur noch über Zeiten und einfache PCs gesteuert. Ja, wie groß mache ich denn den Raum? Der muss ja gar nicht so groß sein. Der muss ja doch, das reicht. Kommen wir hier rein? Was will man denn hier drin machen? Hier könnte man vielleicht noch sagen, hier mache ich vielleicht noch ein... Ist das so... Okay, mache ich die Maus zu schnell unten. Hier vielleicht noch eine Bedbox hinstellen oder so hat oder eine MFSU und einfach nur ein Solarpanel oben drauf. Und mehr braucht das Ding doch eigentlich nicht. 1, 2, 3, 4. Was ich nicht brauche, ist, dass das nachher nicht passt. Wenn ich da oben irgendwo dran muss, ist auch blöd. Oder wo wäre das? Das wäre ja hier. Ne, da müsste ich auch so weit hoch, oder?